Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ist das nicht geil? Schönes Wetter, T-Shirt. Was gibt's Geileres? Und ich dachte, ich nehme einfach mal euch heute so ein bisschen mit, damit ihr mal so seht, was ich sonst so mache oder was hier so los ist. Ich habe hier noch eine Maschine stehen, da mache ich noch Academy-Videos für das Automatenland. Hier ist noch ein Video, was ich heute noch abdrehen muss eigentlich. Das ist ein Rohrreiniger. Hundertprozentig, richtig geil. Kannst du selber deine Rohre mit sauber machen. Ich weiß nicht, ob sich sowas verkauft. Keine Ahnung, aber ich dachte, ich mache mal ein Video drüber. Und dieses Jahr haben wir extrem viele Spinnen. Ich weiß gar nicht warum. Hier ist eine zum Beispiel. Was ein Oschi, ne? Überall. Hier ist die nächste. Aber Insekten und Wespen, also zumindest hier, dieses Jahr extrem wenig. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht weiß das jemand. Ich weiß es nicht. So, wie sieht es aktuell hier aus? Der Tesla muss nächste Woche in die Werkstatt. Normalerweise fahren die Türen ja hier automatisch raus. Tut aber nicht. Also zumindest nur hinten. Hier ist so eine Spange gebrochen. Und ich habe erst überlegt, ob ich da selber beigehe. Ich meine, die Tür kann man so auch aufmachen, ne? Aber bevor da wieder irgendwelche Nippel abbrechen und so weiter. Im Auto bin ich übrigens sehr zufrieden. Ich hatte ja ursprünglich den Model Y. Nachdem ich da eigentlich beruflich richtig viele Kilometer drauf gefahren habe und die eigentlich schon voll gewesen wären für das Leasing, musste ich das Model S kaufen. Und ich habe das Model S nur gekauft. Ich wollte eigentlich das Model 3 haben als Kilometerhure, sage ich mal. Weil ich so viel fahre halt, ne? Es gab aber zu dem Zeitpunkt keine anderen Autos. Also keine, ich wollte unbedingt Tesla haben, Elektroauto. Von den anderen Elektroautos halte ich nicht ganz so viel, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, weil die softwaretechnisch nicht so der Burner sind. Und ich dachte mir, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe, einen Verbrenner vielleicht, dann werde ich den wahrscheinlich in 3, 4 Jahren nicht mehr los, wenn die Kilometer so schlimm werden, ne? Zumal ich mit einem Verbrenner nicht so viele Kilometer fahren kann wie mit dem Ding. Da kannst du 1,5 Million mitfahren. Du hast 10 Jahre Garantie auf der Batterie und so weiter. Klar, manchmal nervt das Laden. Es geht aber, ne? Es geht aber. Da kann man mit leben. Also wenn ich jetzt nach München fahre, bin ich wahrscheinlich eine halbe Stunde länger unterwegs. Und Pausen macht man sowieso. Von daher ist es halb so wild. Also eine halbe Stunde länger, als ich mit dem Verbrenner fahren würde. Und beim Verbrenner mache ich auch nochmal eine halbe Stunde Pause. Ne? So, also die halbe Stunde nochmal oben drauf gerechnet. Und von daher. Ich hätte mir aber trotzdem noch einen Verbrenner, hört sich immer so an, ne? Meine Frau jault immer, die guckt oben aus dem Fenster übrigens. Und Verbrenner sagt sie, das hört sich immer so ökomäßig an. Also ein Diesel. Es gibt jetzt nochmal einen Diesel. Allerdings als Wohnmobil. Da ich ja viel unterwegs bin, habe ich mir überlegt. Moment, ich stelle euch mal kurz ab hier. Wohnmobil als Elektro gibt es nicht. Ich wollte halt gerne ein Wohnmobil haben, weil ich halt relativ viel unterwegs bin und keinen Bock habe, im Hotel zu schlafen. Manchmal kommst du irgendwo, ich fahre ja viel nachts, also ich fahre meist nachts irgendwo hin, auf lange Strecke, weil du tagsüber in Deutschland dann nur noch in der Baustelle stehst. Also ist alles Baustelle, ist alles. Ist mal jemand von Norden nach Süden die A7 runtergefahren? Die ticken ja nicht sauber. Die ticken doch nicht sauber, oder? Ja, das wird auf jeden Fall immer verrückter und dementsprechend fahre ich halt nachts und dann morgens irgendwo 3, 4 Stunden ins Hotel zu gehen, das lohnt sich nicht und dann ich schlafe sonst hier im Auto drinne, ist aber nicht ganz so geil. Ich würde auch gerne vorher duschen. Auf der Autobahn kannst du nicht duschen, weil die Duschen dann meist kaputt sind. Die haben halt keinen Bock mehr drauf, sich die Duscharmaturen und so weiter klauen zu lassen, kann ich auch verstehen und dementsprechend ja, wollte ich gerne ein Wohnmobil haben, wo ich dann duschen kann. Und das kommt jetzt wahrscheinlich nächste Woche, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Grand California 600 oder Grand California. Ist ja eigentlich französisch, ne? Dann haben wir noch den Hammer. Und der Hammer ist super praktisch. Es sammeln sich hier echt Autos an beim Kramer. Und der Hammer ist echt mega praktisch, weil ich kann damit meinen Müll wegfahren, Automaten holen. Und ich kann den Hammer natürlich noch wunderbar immer schön hinstellen. Am Laden. Das heißt, die Leute am Laden, die finden das mega geil. Beziehungsweise die fahren vorbei, ist ein Eyecatcher.
Und dementsprechend habe ich mehr Kunden. Da mache ich dann am Wochenende noch so ein Winkeding drauf. Meine ich immer, manchmal bin ich zu faul oder nicht da. Und jetzt die letzte Zeit wurden hier viele Autos geklaut, da habe ich ihn auch nicht hingestellt. Die Verbrecher haben sie jetzt wohl gekriegt. Irgendwie so eine Bande aus Enten oder so. Und ja, so habe ich halt da nochmal wieder mehr Umsatz. Also es hat hat halt den Vorteil, dass das Ding günstig ist. Im Gegensatz, wenn ich mir jetzt einen neuen Bulli geholt hätte, habe ich damit einen Werterhalt. Klar, für eine Firma ist eine Abschreibung eigentlich immer schöner, beziehungsweise wenn das Ding hinterher nichts mehr wert ist, dann. Aber ich wollte ihn eigentlich länger in der Firma behalten, beziehungsweise habe ihn auch inseriert, allerdings auch zu einem Preis, wo ich dann halt auch dran verdienen würde, so, und nicht, um ihn einfach wieder wegzuschieben. So ist aktuell der Fuhrpark beim Onkel Kramer. Und das Wohnmobil, das wird nochmal echt teuer. Es hat aber für mich immer noch den Nutzen, dass ich das halt auch für die Arbeit nutze oder eigentlich nur für die Arbeit. Ich das aber nicht über die Firma absetze, weil das gibt beim Finanzamt wahrscheinlich nur Ärger. Ich habe auch keinen Bock, Fahrtenbuch zu führen, und ich bin auch froh, wenn ich hier kein Fahrtenbuch mehr führen muss. Weil ich weiß nicht, ob das bei Wohnmobilen auch geht, aber normalerweise, wenn du ein Fahrzeug hast, was höherwertig ist, brauchst du kein Fahrtenbuch führen, weil dann ist ja klar, dass du es nicht, das Finanzamt halt nicht bescheißt. So. Fahrtenbuch habe ich hier elektronisch drinne per App, das GPS-Gerät vorne drinne an der Batterie, und das ist auch mega cool, weil ich halt nicht irgendwas handschriftlich machen muss oder Kilometer-Dinger notieren. Ich muss bloß die App aufrufen, kann sehen, wo ging es hin, von wo nach wo, und trage einmal ein, was ich gefahren bin. Wimka ist das. Mega teuer, viel zu teuer eigentlich, aber sonst wird nachher das Fahrtenbuch nicht anerkannt, und deswegen zahle ich lieber ein bisschen mehr, als wenn nachher das andere aberkannt wird. So. Auf jeden Fall, das Wohnmobil braucht man, glaube ich, gar nicht versuchen, beim Finanzamt vorzuführen. Das kommt, glaube ich, nicht gut an. Auch wenn ich dann den neuen YouTube, ich habe einen neuen YouTube-Kanal nochmal, beziehungsweise den alten, also nicht wundern, wenn da schon 20.000 Abonnenten drauf sind. Den alten YouTube-Kanal Truck TV Germany habe ich genommen, habe den umbenannt in Camper Tool Time. Und stell da Stellplätze vor, zeige auf jeden Fall so mein Leben oder meine Touren damit. Und das wird dann ein ganz separater Kanal. Zeige auch ein bisschen Produkte dafür, und daraus entsteht dann auch nochmal, ich glaube, dieses Jahr geht noch nichts los, aber nächstes Jahr geht es damit los, ein Versandhandel für Zubehör für Camper. Die Webseite heißt campingtool.de. Ist aktuell noch eine Weiterleitung zur Arcade-Seite, weil da halt noch nichts drauf ist, aber ich habe sie mir schon mal gesichert, bevor es nachher wieder weg ist. Ne? Wie gesagt, mit dem Wohnmobil, da freue ich mich schon mega drauf. Meine Frau hat sowas keinen Bock. Das soll nicht heißen, dass wir nicht das ein oder andere Mal vielleicht auch irgendwo hinfahren. Der Vorteil ist, wenn ich irgendwo hinfahre und sowieso arbeite, kann ich gleich Stellplatzvideos machen. Ja, und habe dementsprechend wieder mehr Aufrufe, mehr Umsätze. Und so refinanziert sich das selber. Und das Fahrzeug ist schon, ja, finde ich echt teuer. Ich hatte mir erst ein, wie heißen die nochmal, Pössl angeguckt. Pössl fand ich sehr teuer. Dafür, dass es so komischer Möbelausbau ist. Dann hatte ich mir einen Sunlight ausgeguckt. Aber der Sunlight, der war irgendwie, ja, wie soll ich sagen, war angeblich sofort verfügbar, aber als ich hingefahren bin, stand kein Auto auf dem Hof, und ich habe auch keinen Bock, mich bescheißen zu lassen. Und dementsprechend gibt es auch kein Sunlight mehr. So, jetzt habe ich mir kurzfristig noch einen VW angeschaut. Und Grand California, wie gesagt. Und Finanzierung passt auch alles. Zahle ich 15 Scheine an, und dann habe ich irgendwas mit 730 brutto im Monat. Wobei brutto ist bei mir ja auch gleich netto, weil ich kann es ja eh nicht absetzen. Egal. Es ist einfacher, das vielleicht nicht zu machen. Wäre natürlich schön, wenn man nicht die Mehrwertsteuer ziehen kann von 100.000 Euro. Sind das immerhin, keine Ahnung, irgendwas mit 19.000 Euro. Aber es gibt nur Ärger, sagt der Steuerberater. Es gibt, ja, wie gesagt, Finanzämter lassen das einfach mal. Bei uns ist das ein bisschen schwieriger. Mein Onkel hatte auch schon mal von
gegen das Finanzamt geklagt, aber auch so eine Autosache ist da auch mit durchgekommen, aber es dauert halt 10 Jahre und da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will einfach meine Ruhe haben, ne? Fertig. Zahl meine Steuern und dann ist gut. Und manchmal geht einem das echt auf die Eier, weil man würde gerne mehr investieren oder muss halt aufpassen mit dem Investieren. Also wenn ihr irgendwas anschafft, denkt immer daran, ihr habt eine Abschreibung. Und diese Abschreibung ja, ist dann bei Automaten zum Beispiel auf 5 Jahre, bei den Sachen auf 6 Jahren. Manche Sachen könnt ihr sofort abschreiben. Das weiß, wie gesagt, euer Steuerberater. Ich weiß sowas nicht. Ich weiß nur, dass ich mich immer bewegen muss und dann immer schneller am besten, dass mehr reinkommt. Ich meine, ich kann mich so nicht beklagen. Das Hamsterrad habe ich nicht verlassen, aber zumindest hat es schon mal goldene Hamsterradstangen oder wie nennt man das, ne? Ja. Ich bin halt die ganze Woche am Arbeiten, mit einer 7-Tage-Woche. Wenn ich lange Urlaub habe, dann habe ich 2 Tage Urlaub. Weil das muss ja auch alles gemacht werden, auch wenn es relativ wenig Zeitinvest ist. Und dementsprechend, ja, muss halt immer was kommen. Von nichts kommt nichts. Und ich könnte mir das auch nicht alles wahrscheinlich leisten, wenn ich gar nichts tun würde oder keine Ahnung was. Die Sachen hier, wie gesagt, im Laden und draußen, ich weiß gar nicht, bei 130.000 Euro, 140.000 Euro Invest. Mit allem drum und dran ist ja auch nicht wenig Geld. Ah, ich verfall ins Jammern, ne? Ich will ja gar nicht jammern. Auf jeden Fall, ich arbeite einfach immer mehr, dann passt das schon. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich auch nach Düsseldorf fahren kann. Düsseldorf ist ja wie gesagt das Automatenland. Ist wie eine Familie für mich und es macht auch mega Spaß mit denen zu arbeiten. Und das wächst auch immer schneller. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind wir jetzt? 15, 17 Leute? Sind wir wieder 3 dazugekommen. Ist auf jeden Fall mega der Kracher. Und es macht auch mega viel Spaß. Also das ist, ne? Jeder, der da arbeitet, hat irgendeine besondere Fähigkeit und alle zusammen sind wir Superman. So nicht, aber es ist schon geil. Meine Frau ist ja hier eingestellt, die kümmert sich halt um den Laden mit. Eigentlich komplett um den Automaten draußen zum Befüllen. Ich mache meistens hier drinnen. Und ist dann, nachdem sie damit fertig ist, meistens ist sie 1 Stunde hier, dann geht sie rüber und kümmert sich um die Links, kümmert sich um unsere Tochter. Und ja, so hat sie auf jeden Fall auch einen Fulltime-Job. Bei wenig Gehalt. Ne? Nee, sie macht das auch schon gerne und hat immer mittlerweile auch ein Kleingewerbe angemeldet. Und ja, sieht auch, wenn man was tut, dann bekommt man halt auch was. Manchmal könnte man auch brechen oder weinen, das ist so. Aber überwiegend ist es schöner, als wenn ich irgendwo angestellt wäre. Von daher. Ja, ich habe jetzt gestern Abend hier nichts mehr gemacht. Normalerweise zähle ich abends immer die Maschinen durch. Hier war aber nichts los. Ich sehe es ja, wenn im Wechsler noch 30 Euro drin sind, dann werden in den Maschinen hier nicht viel, wird hier in den Maschinen nicht viel drin sein. Und das liegt halt momentan daran, viele haben Gasnachzahlung, Stromnachzahlung. Ne? Danke, Herr Scholz. Und da bleibt halt nicht viel mehr über. Ne? Dann steckst du hier keine Kohle rein, das ist ganz klar. Ist aber so, dass es sich noch trägt und das ist alles in ganz Ordnung. Das ist halt so, ne? Sondern es ist irgendwann nächsten Monat, übernächsten Monat wieder besser. Ja, wie gesagt, wenn man sieht, dass da im Wechsler kein Geld drin ist, dann braucht man hier die Geräte nicht aufmachen. Andere machen ihre Geräte jeden Monat einmal leer. Ne? Ich mache es eigentlich jeden Tag normalerweise. Wenn ich merke, es ist nichts los, mache ich es halt nicht. Warum mache ich das jeden Tag? Weil ich das interessant finde. Und ja, ich habe halt mein Order-Bird-System, da sehe ich dann auch in der Kurve, wie viel Umsatz da genau ist. Ne? Dienstag ist vielleicht besser als Donnerstag. Und ja, Vandalismus ist ja auch weniger. Was heißt richtig, Vandalismus war ja noch nie. Aber seitdem ich hier Kamera überwacht bin, war ich vorher auch. Aber die Leute haben sich selber nicht gesehen. Und wenn die sich selber sehen, ist es nochmal was anderes. Ich darf nicht so viel schnacken, dann geht die Kippe aus. Das ist ja furchtbar. Bei Ware muss ich auch aufpassen. Ich habe zum Glück einen Lieferanten, der ja immer sehr viel aufs MAD achtet. Gott sprach, es werde Licht, ja. Ich lasse den Warenbestand jetzt ein bisschen runterfahren und gucke, dass ich nicht zu viele Riegelsachen und sowas habe, sondern immer nur das, was ich brauche, weil sonst läuft mir das nachher ab. Aber wenn du jetzt so eine Mau-Mau-Phase hast, dann wäre das relativ schlecht. Ja, jetzt müssen wir gleich einmal Licht anmachen. Offiziell geht der Laden um 11 Uhr auf. Manchmal kommen hier auch Kunden vorbei. Ich habe da eigentlich keine Zeit für.
gehe auch nicht mehr ans Telefon und ich beantworte keine Nachrichten mehr, nur noch per Mail und sowas. Das hört sich ja fies an, aber wenn du allen gerecht wirst und mit jedem mal eben eine Viertelstunde quatscht, dann habe ich den ganzen Tag gequatscht und nichts verdient. Dann habe ich schon überlegt, ob wir so eine 090er nochmal machen. Und das soll ja auch nicht abgehoben klingen, aber mir fehlt die Zeit zum Arbeiten. Also ich lebe ja von meinen Videos so. Und wenn ich kein Video machen kann, dann kann ich auch kein Geld verdienen. Und deswegen gehe ich auch meistens nicht ans Telefon. Deswegen nicht wundern. Na klar, ich habe noch eine Firmennummer und ich habe auch noch eine private Nummer, die irgendwie keine private Nummer mehr ist. Aber ich habe die Handynummer schon seit über 20 Jahren jetzt und ich wollte die auch nicht gerne weggeben, ne? Weil ja, ich rufe dann alle 2 Jahre die Leute an. Ja, ich wollte bloß eben Bescheid sagen, ich habe die selbe Handynummer noch. Ne? Ja, ich habe mir hier gesagt, mein Büro eingerichtet. Warum hier? Ich habe ja noch das Häuschen, das kleine da, bei uns zu Hause, vor der Haustür. Das ist voll mit den Sachen, die ich in den Videos gezeigt habe. Und mittlerweile habe ich da keinen Platz mehr. Erst war der Dachboden voll und jetzt ist halt, wie gesagt, der ganze Raum da voll. Und dementsprechend, ja, bin ich jetzt hier und vor allen Dingen hier habe ich eine Zentralheizung. Und im anderen Ding hatte ich einen Ofen. Da musste dann morgens erstmal kalt, ne, Ofen anmachen. Und dann, ich hatte ja auch einen Pelletofen, das ist Mist. Ich hatte den Ölofen, das ist Mist. Und Elektroheizung ist mir zu teuer. Und dementsprechend hatte ich halt den Holzofen. Aber hier ist schöner, hier habe ich Zentralheizung. Und habe dann halt hier mein Zeug so. Ich nehme Laptop, Kamera, alles abends mit raus. Ich lasse bloß hier die Monitore halt stehen. Weil ich denke mal, irgendwann werden sie hier mal einbrechen. Ist zwar alles überwacht, hier ist auch eine Alarmanlage und so weiter drin. Aber irgendwann wird irgend so ein Dösmorst kommen und hier die Tür aufmachen und denken, dass man hier beim Onkel Kramer Millionen von Euro holen kann. Wenn er das meint, dann soll das machen. So, kannst du eh nicht ändern, ne? Einmal haben sie versucht, hier einen Automaten zu klauen. Das war letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr. Der ist dann 10 Meter weit gekommen, weil die Nachbarn hier auch alles sehen. Das ist die beste Alarmanlage, die du haben kannst, sind deine Nachbarn, ne? Deswegen sollte man sich mit denen auch mal gut stellen. Weil wären die jetzt böse auf mich oder mögen mich nicht, dann würden die natürlich sagen, ja, lass sie, nimm mal mit. Ne? Nimm mal mit. Aber ich frage auch, wie sieht's aus? Und Lautstärke, dies und das. Nee, alles kein Problem. Ich, ja, will halt auch keinen Ärger hier haben, weil das ganz wichtig ist, gerade auf dem Land, dass man sich mit den Nachbarn gut versteht. Während man in der Stadt vielleicht den Nachbarn gar nicht mal kennt. Kennt man sich hier. Ich habe bloß ein Problem, ich kann mir keine Namen merken. Ich weiß, hier oben drüber wohnt André, ne, und so weiter. Ich weiß nicht, wie mein Vermieter heißt, aber ich habe sonst mit Namen echt Probleme und kann das dann auch manchmal nicht zuordnen. Da ist der Gehirnskasten vielleicht zu klein für. Aber wie gesagt, ich habe hier überall, ich habe für draußen hier meine Aufzeichnung, das wird dann gleichzeitig in die Cloud übertragen. Sobald irgendwas ausfällt oder aufgebrochen wird, kriege ich auch eine Benachrichtigung. Von daher, ja, ist dann eh aufgebrochen, ne? So, das war es mal ganz kurz. Von mir ein kleines Update. Was ich jetzt letztendlich mache, lasse den Saugroboter durchfahren. Ich wische vielleicht nochmal. Besonderes Augenmerk ist immer der Kaffeemaschine gewidmet, dass da nichts verklumpt ist und alles sauber und gereinigt ist, dass keiner irgendwie eine Krankheit bekommt und ich das dann nachher bezahlen kann. Und dann geht es ab nach Hause, Produktvideos machen. Eine Rückfahrkamera, wie gesagt, dieses Ding für die Gullis zum Reinigen. Und dann nochmal gucken. Noch ein paar Academy-Videos für ja, über den Silav, so wie ich es schaffe halt. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Ja, einmal die Woche fahre ich nach Düsseldorf im Schnitt und mache da Videos oder treffe mich mit denen, bespreche mich mit denen. Manchmal kommen da auch ja, Kunden bzw. auch Lieferanten und Hersteller hin und unterhält man sich. Das ist so mein Leben. Demnächst mit Wohnmobil. Ja, also ich freue mich da mega drauf. Das Einzige ist halt, das ist alles ein teurer Spaß. Das refinanziert sich aber wieder durch den neuen Kanal. Auch wenn es die ersten 3, 4 Monate vielleicht noch nicht klappt, weiß ich auf jeden Fall, dass es dann nachher dann sich auf jeden Fall rentieren wird und so plus minus null mindestens dabei rauskommt. Aber ich rechne mir, wie gesagt, mehr aus mit dem Versandhandel und so weiter, der daraus entsteht und was ja mittlerweile relativ easy ist. Vor allem, wir haben über das Automaten dann die ganzen Ressourcen, wo man sowas dann auch mitmachen kann. Und von daher, ja, kann man das Ganze noch erweitern und hat ein weiteres Standbein. Bis dann. Macht's gut, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Euer Onkel Kramer. Ciao.